Wir haben, glaube ich, seit Jahren jetzt versucht, darauf hinzuweisen, dass man immer aufpassen muss, wenn man sich solche Veränderungsprozesse anschaut. Man schaut so sagenhaft schnell auf die Dynamik der Inhalte. Und man macht sich nicht immer klar, dass hinter der Dynamik der Inhalte sich die Systemarchitektur ändert. Und das eigentlich Dramatische im sich ändern sind eben die Änderungen in der Systemarchitektur. Es ist also nicht, wie Marshall McLuhan sagen würde, nicht der übertragene Inhalt, sondern es sind die Charakteristiken der Medien, die die wirkliche Änderung tragen. Und da fehlt mir manchmal ein bisschen die Bewusstheit und die Wachheit diesbezüglich. Wenn man sich das anschaut, was wir gemacht haben, dann ist es halt dramatisch. Wir haben Vernetzungsdichte hochgetrieben, wir haben globalisiert, wir haben dafür gesorgt, dass die Spontanaktivität aller Beteiligten geradezu explodiert. Wir haben viele Rückkopplungseffekte erzeugt. Und wo immer man das in Systemen tut, wo immer man die architektonischen Möglichkeiten für solche Dinge erhöht, haben wir eine Dynamik, die zum Nichtlinearen tendiert. Das heißt, die Vorhersagbarkeit dieser Welt bricht nach und nach in sich zusammen. Wir haben keine Situation mehr, wo man so richtig glaubt, planen zu können. Wenn ich mir die jungen Leute heute angucke, dann habe ich immer den Eindruck, die stehen völlig irritiert vor der unglaublichen Vielfalt der Möglichkeiten und haben das Gefühl, sich nicht wirklich darauf vorbereiten zu können. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo man sich nicht mehr well equipped fühlt für das, was passiert. Und das Irre dabei ist, das betrifft eben nicht nur den normalen Menschen in Anführungsstrichen, der sich draußen in der Welt verhält und dem man wahrscheinlich noch zutrauen und zumuten würde, dass er sagt, ich fühle mich überfordert, sondern das bezieht sich auf alle Ebenen. Das Thema Führung ist deshalb ins Spiel gekommen, weil eben auch Führung nicht mehr mit fertigen Konzepten arbeiten kann und dann wird hierarchisches Tun immer schwieriger. Also wenn alle mich angucken und sagen, wo geht die Reise hin und ich muss sagen, hallo, lass uns mal gemeinschaftlich ausprobieren, wo die Reise hingeht, dann fragt man sich natürlich, was ist denn dann in diesem Kontext noch Führung? Das heißt, die Experten dieser Welt, diejenigen, die sagen sollen, wo es lang geht, stehen vor dem gleichen Dilemma wie der nicht mehr existente Otto-Normalverbraucher, weil diese Kategorie trägt heute nicht mehr. Aber alle Menschen haben gemeinschaftlich die Situation vor sich, maximale Nichtlinearität, maximale Unvorhersagbarkeit in einer Komplexität, die wir vorher nicht gekannt haben. Das heißt, wir sind alle auf der Suche danach, wie gehen wir mit solchen Situationen eigentlich einigermaßen angemessen um. Und das hat nicht nur was mit Führung zu tun, das ist ein gesamtgesellschaftlicher Suchprozess, der hier stattfindet. Und ich fand es eigentlich ganz interessant, Wolfgang Keu hat das mal zusammengefasst und gesagt, wir sind eigentlich durch die Änderung dieser Systeme am Anfang eines kulturell subversiven Prozesses, der uns die nächsten Jahrzehnte beschäftigen wird. Das hat er 1993 gesagt. Das heißt, das war relativ weise und vorausschauend. Und wir sind mittendrin in diesem kulturell subversiven Prozess, der sich so durchätzt durch das Ganze und der uns immer größere Fragen aufwirft. Wenn du jetzt dieses Wort kulturell subversiv ein bisschen näher erläutern würdest, was heißt das für dich? Ja, kulturell heißt, es findet nicht statt im Sinne einer direkten Zuordnenbarkeit. Es ist nicht irgendeine Gruppe Mensch, die hier subversiv ist. Es ist nicht irgendein Einzelner, der uns Schwierigkeiten macht, weil er sich vielleicht aufschwingt zu einer Form von Diktatur oder so, sondern es ist wirklich eine Änderung des Gesamtsystems. Diese Grundproblematik findet zwischen uns statt und nicht in einer einzelnen Gruppe, nicht in einem einzelnen Menschen. Das ist eigentlich, wenn man so will, immer die Bankrotterklärung dieser Great Man Theory of History. Es ist nicht mehr der Einzelne, in dem etwas sich darstellt, sondern es ist offenkundig die Gruppe, das Ganze, die Kultur, das, was wir miteinander erzeugen, wirft diese Fragezeichen auf. Das heißt, unsere Kultur muss lernen, aus der klaren individuellen Orientierung herauszutreten und sich selber bewusst zu machen, dass wir in einem gemeinschaftlichen Suchprozess sind. Dieser Suchprozess ist nicht über das Individuum zu lösen, sondern dieser Suchprozess ist nur gemeinschaftlich zu lösen, sozusagen der Schritt vom Ich zum Kollektiv. Wir sind jahrzehntelang rückgegangen, sind sozusagen vom Kollektiven weg, zurück zum Einzelnen und jetzt merkt man die Gegenbewegung. Begriffe wie Solidarität, Miteinander, Werte aushandeln, alles das steht plötzlich massiv im Raum, weil wir uns sozusagen nicht mehr mit vorgegebenen Dingen mächtig machen lassen können, sondern wir sind angewiesen, uns auf ergebnisoffene Prozesse einzulassen und wir sind immer mehr dominiert durch die situative Dynamik.
Also was wir eigentlich lernen müssten, ist, wir waren jahrelang gewohnt, Theoriebildungsprozesse zu machen. Wir haben vor Komplexitäten gestanden, wir haben viel Wissenschaft betrieben, wir haben Theoriebildung betrieben und die Theorie hat uns in die Lage versetzt, mit der Wirklichkeit geordnet umzugehen. Jetzt sind wir in einer Situation, wo die Theoriebildungsprozesse langsamer sind als die Dynamik der Realität. Das heißt, wir sind plötzlich gezwungen, uns ganz der Situation zu öffnen. Wir müssen sozusagen in einer fast radikalen Art und Weise uns in Situationen orientieren. Das heißt, wir müssten wieder mehr lernen wahrzunehmen. Wir müssten uns klar machen, es geht nicht mehr deduktiv, es geht nicht mehr von einem Theoriezusammenhang zur Wirklichkeit, sondern induktiv, von der Wirklichkeit zu einem schnellen Verstehen von Zusammenhängen. Und das bedeutet, die Begriffe Induktion und Heurismus werden ganz, ganz zentral. Es sind nicht mehr die großen theoretischen Kontexte, die wir bauen können. Wir müssen in der Lage sein, uns ganz schnell in Situationen zu orientieren. Und was mich völlig fasziniert, ist eben, dass Menschen das in ihrem Alltagsleben auch ganz gezielt suchen. Wenn man sich das anschaut, wir sind alle glücklich, dass wir ein GPS haben. Wir müssen keinen Plan mitnehmen, sondern wir gehen irgendwo hin und orientieren uns über Technik. Wenn man sich anschaut, was mit Smartphone, mit Google Glass, mit Augmented Reality möglich ist an situativer Orientierung, dann wird deutlich, dass wir durch die Netze in eine Komplexität gestoßen worden sind, die uns das Vordenken fast unmöglich macht. Aber mit den Netzen kriegen wir auch Angebote, eine Art schnellere Induktion, eine bessere Wahrnehmung von Situationen zu haben. Wir müssen uns nur auf diese Dynamik eben massiv einlassen und das über alle Ebenen der Gesellschaft hinweg. Was heißt es denn dann beispielsweise für die Politik, für die Unternehmen? Könnten wir vielleicht sogar sagen, dass in dem Fall die Politik von den Unternehmen was lernen kann, weil einfach die Unternehmen schon ein bisschen länger an dieser Dynamik hängen, ja. An dieser Dynamik hängen und schon oder schneller verloren haben als die Politiker? Ja, sagen wir so, es gibt in der Politik immer noch so eine Vermutung, dass jeder Beteiligungsprozess eigentlich immer über individuelle Absichten funktioniert. Das heißt, der Bürger, der beteiligte Bürger ist immer jemand, der maximal gestört ist oder so. Das ist dann dieser Wutbürger, der sich über irgendetwas aufregt. Ich glaube, dass das Verständnis, dass man über die kollektiven Beteiligungsprozesse ernstzunehmende, intelligente Lösungen erarbeiten kann, also sich gemeinschaftlich auf solche Prozesse einzulassen, die dann einen echten Entscheidungsmehrwert bringen. Das ist in der Wirtschaft, glaube ich, schon ein Stückchen weiter. Also wir merken, dass da die Bereitschaft, mit den Menschen zu denken und nicht für die Menschen zu denken, schon deutlich größer ist. Und das ist vielleicht der Teil, den Politik lernen muss, dass man merkt, es geht nicht um Beteiligung im Sinne von Akzeptanzerhöhung. Das ist immer noch so in den Köpfen der Politiker. Ich mache eine Entscheidung und dann beteilige ich die Menschen, um ihre Akzeptanz zu bekommen. Es geht nicht darum, die Akzeptanz zu erhöhen, sondern es geht darum, die Lösungen gemeinschaftlich zu erdenken. Und da haben die Leute in der Wirtschaft, glaube ich, schon ganz interessante Erfahrungen gemacht, dass das funktioniert und dass das zu ganz neuen Formen der Motivation und ganz neuen Formen der Identifikation führt. Es muss ja dann in konsequenter Weise auch zu neuen Formen der Marktforschung führen, wenn das Unternehmen, das Individuum als solches nicht mehr der Mittelpunkt ist, sondern der Moment, in dem sich das Individuum gerade befindet. Ja, das, wie ich schon sagte, wir müssen uns nicht nur im Sinne unseres alltäglichen Tuns ein bisschen von der individuellen Betrachtungsweise entfernen, sondern das gilt eben genauso bei der Frage danach, kann ich noch Vorhersagen für die Zukunft machen? Das heißt für mich, die relevante Kategorie, die relevante Analyseeinheit ist nicht mehr das Individuum. Die relevante Analyseeinheit ist die Kultur, also das, was wir zwischen Individuen aushandeln, was wir gemeinschaftlich im sozialen System als Dynamik entfalten. Die Analyseeinheit wären dann kulturelle Kraftfelder. Wenn wir versuchen, Zukunft vorherzusagen und wir haben einen extrem hybriden Kunden, ein extrem verunsichertes Individuum, dann ist das über das Individuum nicht möglich. Die Analyseeinheit Individuum können wir nicht mehr als Konstante betrachten. Die Menschen sind ständig auf der Suche, orientieren sich immer mehr an Situationen, haben selber diesen radikalen Shift von ihrer ich-bezogenen Betrachtung zu einer mehr situativen Seite. Die lassen sich einfach immer mehr auf Kontexte ein. Das heißt, wir können dann sicher vorhersagen, dass für die Marktforschung so ein Zielgruppenkonzept einfach nicht mehr funktioniert. Die Konstante im Individuum ist nicht mehr da. Im Bereich von Politik merken wir dann, dass wir emotionale Entscheidungen haben, die kurz vor einer Wahl alles auf den Kopf stellen können. Dinge, die natürlich jeden Marktforscher
extrem nervös machen. Wenn alle Vorhersagen sozusagen immer schwieriger werden, wenn wir es nicht mehr schaffen, langfristige Vorhersagen zu machen, weil die Entscheidungen der Menschen immer situativer, immer kurzfristiger werden. Das wird dann ein bisschen als Nachteil betrachtet, so nach dem Motto, auf wen kann man sich denn noch verlassen? Ja, wir können uns eben nicht mehr auf das Individuum verlassen, sondern wir brauchen ein Verständnis der kulturellen Feldstrukturen. Wohin driftet unsere Kultur? Wenn wir diese Erkenntnisebene ein bisschen erschließen, dann können wir noch Vorhersagen machen, weil die Wertedynamik in den Kulturmustern von heute bestimmt die Wirklichkeit von morgen. Das heißt, das, was morgen entsteht, wird nicht über das Individuum getrieben, sondern über die Möglichkeitsräume, die Erlaubnisräume, die wir im kulturellen Kontext erzeugen. Also bevor wir uns über so etwas wie begleiteten Selbstmord unterhalten, hat mit Sicherheit vorher eine Änderung in den kulturellen Wertesystemen stattgefunden. Und diese Änderung in die Wahrnehmung zu heben, macht uns nicht sicher für die Zukunft, aber zeigt uns Resonanzräume auf. Wohin wird das System mit einer relativen Wahrscheinlichkeit sich bewegen? Und wo habe ich eine Chance, auch das System zu fordern, weil es noch die Resonanz liefert, oder eben mich lieber ein bisschen zurückzuhalten, weil die Bereitschaft noch nicht da ist. Das heißt, eigentlich ist, das habe ich aber auch schon in ganz verschiedenen Kontexten immer in den Raum gestellt, Empathie, also das sich einfühlen in diese übergeordneten Kontexte, eine ganz wesentliche Schlüsselkompetenz. Nur als Empathie, als persönliche Fähigkeit reicht mir das nicht. Wir brauchen strukturierte Formen der Wahrnehmung von kulturellen Feldkräften. Das wird uns in die Lage versetzen, Zukunft wieder ein bisschen, sagen wir mal, geordneter zu begegnen. Was waren jetzt so die Key Findings oder die Key Resonanzfelder zu dem Thema Führung? Ja, das extreme Key Finding war, glaube ich, dass der Erlaubnisraum für gesellschaftliche Themen bei den Führungskräften riesengroß ist. Also da, wo man denkt, wieso, denen geht's doch gut, die schruppen halt alles auf Rendite, die ziehen das ganz geradlinig durch, sind wir in einer Situation, wo die Führungskräfte vielleicht intellektuell, rational das sagen würden. Natürlich, wir müssen Ziele erreichen, wir müssen das einhalten. Das sind sozusagen die sozial erwünschten Aussagen. Wenn man aber diesen Teil wegnimmt und ein Verfahren verwendet, was mehr an die unbewussten Strukturen, an die Ankopplung, an die Wertemuster der Gesellschaft zugeht, dann stellt man plötzlich fest, der Erlaubnisraum für Neudenken von gesellschaftlicher Ordnung ist auf dieser Führungsseite massiv vorhanden. Das heißt, die Leute suchen nach eher solidarischen Lösungen. Da geht es um Umverteilungsprozesse. Da geht es tatsächlich nicht nur um Wertorientierung, sondern um Werteorientierung. Eine ganz andere Form von Grundorientierung, die bereits da ist. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo die Führungskräfte sich eigentlich ausgebremst fühlen durch die alte Renditeorientierung. Das Shareholder-Value-Konzept hat bereits negative Bewertung auf dieser unbewussten Ebene. Das kulturelle Kraftfeld sagt, wir haben uns 20, 30 Jahre lang, seit den 90ern und ein bisschen vorher, in eine völlig falsche Richtung entwickelt. Wir sind hingegangen, haben Umverteilungsprozesse in dieser Gesellschaft gemacht, von denen alle Beteiligten inzwischen erfüllen, dass das nicht die Zukunft sein kann. Und glauben Sie mir, die Frustration, die die Menschen dabei empfinden, wenn sie in Führungsverantwortung sind und diese Dissonanz merken, ist inzwischen riesengroß. Und dass Begriffe wie Coaching, also die Bitte um persönliche Begleitung, eine solche Bedeutung bekommt, hat etwas damit zu tun, dass das Spannungsverhältnis, was die spüren, sehr, sehr groß ist. Das heißt, die machen etwas, was sie machen müssen, weil das Management-System ihnen das abverlangt. Die sitzen in Kennzahlenorientierung, in Zielvereinbarung, die sitzen in all dem drin. Wenn Sie das Gesundheitswesen heute angucken, dann merkt man, dass im Bereich der Kliniken der Begriff Zielvereinbarung bereits zum absoluten No-Go wird. Die Leute sagen, okay, wenn wir die Ärzte unter Zielvereinbarungsdruck setzen, dann machen die Operationen wie Teufel und fragen nicht mehr danach, wie sinnvoll das ist. Aber das gilt eben nicht nur für die Medizin, sondern das gilt für den allgemeinen Kontext von Unternehmertum, für den allgemeinen Kontext von Management. Die Leute verstehen, dass es so nicht mehr weitergeht, und das war, wenn man so will, auch die zentrale Erkenntnis. Wir haben mehr als 75%, die bereits sagen, Leute, wenn wir uns nicht grundsätzlich gesellschaftlich neu orientieren, wenn wir nicht der Frage nachgehen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, dann finden wir keine Antworten mehr. Das heißt, hier ist eindeutig keine Problematik geeigneter Managementsysteme im Raum, sondern es geht um die grundlegende Neuorientierung von Wirtschaften. Und das fand ich schon sehr, sehr verblüffend in dieser absolut fast brutalen Klarheit. Wie übersetzt sich das dann in neue Führungsmodelle? Gibt es da schon Modelle, oder ist das ein Raum, der noch undefiniert ist? Oder
Ja. Wie übersetzt der Manager dieses Wissen oder dieses Konfliktpotenzial, in dem er sich befindet, in daily business? Das wird er nicht können, das ist ja das Problem. Das heißt, wir haben es hier, wie es von Herrn Coy ausgedrückt worden ist, mit einem subversiven kulturellen Prozess zu tun. Das heißt, hier passiert etwas, was eine Spannungslage erzeugt, die nicht zu Anfang schon Lösungen kennt. Sondern es ist in erster Linie mal das Wahrnehmen dieser Spannung. Und jetzt fängt meines Erachtens der Aushandlungsprozess in der Gesellschaft an. Wie gehen wir mit diesem Spannungsmuster um? Welche Möglichkeiten haben wir, Umverteilungsprozesse zu machen, die uns eben in die Lage versetzen, vielleicht zu korrigieren, was wir ein paar Jahrzehnte lang falsch entwickelt haben. Aber am Anfang jeder Änderung, und das ist für mich ein neues Bewusstsein geworden, steht die Erkenntnis einer Notwendigkeit, es steht die Reflexion da. Das heißt, einfach zu spüren und zu wissen, dass diese gesellschaftliche Tendenz da ist, ist der erste wesentliche Schritt. Ich habe früher mal geglaubt, es muss Katastrophe da sein, also Angst verändert oder Faszination, es muss Neugier, das Neue muss schon ganz klar sein, damit sich die Leute auf den Weg begeben. Das ist, wenn man so will, ein sehr glücklicher Fall. Also wirklich etwas Neues damit beginnen zu können, dass man schon eine elaborierte Vision hat. Das ist schön, aber unserer Wirklichkeit nicht mehr adäquat. Und das, was mich eben sehr fasziniert, ist, dass diese Einsicht sozusagen dem Erkennen deutlich nachläuft. Das heißt, die Leute haben es längst unbewusst erkannt und man muss ihnen nur zeigen, was ihr Erkenntnisprozess dort bereits ist und das in die Reflexion heben. Also insofern liebe ich es gewaltig, die Dynamik kultureller Kraftfelder sichtbar zu machen. Weil der gesellschaftliche Reflexionsprozess, der dann einsetzt, ist eine extrem verändernde Kraft. Wie lässt sich in diesem Erkenntnisprozess Enterprise 2.0 ist ein verschärfendes, ist ein verschärfender Faktor. Also in dem Moment, wo ich sozusagen das in das Unternehmen einführe, hebe ich die alten Mechanismen aus. Das heißt, wenn Sie eine verstärkte Vernetzung im Unternehmen haben, können Sie die klassischen hierarchischen Strukturen mit Ihren üblichen Vorgehensweisen nur noch bedingt so weiter beibehalten. Das heißt, das Erste, was passieren wird, ist eine, sagen wir mal, Flexibilisierung der Unternehmenskultur. Man wird merken, dass die Unternehmenskultur zwischen Hierarchie und Netzwerk einen breiteren Raum spannt. Das heißt, die Tatsache, dass wir eine stärkere Vernetzung im Unternehmen haben, wird zu einer Veränderung der Unternehmenskultur führen. Aber diese Unternehmenskultur ist wiederum eingebettet in den übergeordneten gesellschaftlichen Kontext. Das heißt, wir merken an allen Punkten die subversive Wirkung dieses uns beschäftigenden kulturellen Prozesses. Und das wird an ganz verschiedenen Punkten beginnen und wir werden dann merken, dass vielleicht auch die alten Lobbystrukturen so ein bisschen aufbrechen, dass also das ganze Spiel nicht mehr so zu spielen ist. So etwas wie der NSA passiert ist, wird uns an vielen Punkten passieren. Es werden Dinge transparent werden, weil Netzwerke da sind. Es wird in diesem Sinne ein höheres Gärpotenzial in den Prozess eingeführt und damit werden die Aushandlungsprozesse immer wichtiger. Also das, was wir, glaube ich, generell erleben werden, ist eine Notwendigkeit qualitativer Diskurse. Wir werden einfach merken, dass wir über die Vernetzung in eine Notwendigkeit hineingeschubst werden, uns nicht nur im Internet oder sonst wo auszutauschen, sondern real in den Aushandlungsprozess einzutreten, welche Gesellschaft wollen wir eigentlich haben. Wie gehen wir damit weiter um? Und das kann man nur leider nicht wirklich im Internet machen, weil das nicht qualitativ genug ist, so wie es jetzt da ist. Es ist ein extrem interessanter Störfaktor, der zur Bewusstheit der Notwendigkeit führt. Aber die Lösungsmodelle, die müssen wir miteinander aushandeln. Da müssen sich Menschen sozusagen mit der Einsicht in die Notwendigkeit zusammenfinden und sagen, okay, wie soll es denn bitte in Zukunft aussehen? Und das ist die große Hoffnung auch beim Thema Führung. Wir haben ein Verständnis davon, dass es so nicht weitergeht. Und jetzt geht es darum zu sagen, ja, aber wohin wollen wir und wie gehen wir mit den Spannungsverhältnissen, die wir durch die wirtschaftliche Situation, durch die Globalisierung und alles das denn bitte erzeugen. Blauäugigkeit, Naivität hilft uns da nicht, sondern ein differenzierter, qualitativer Diskurs. Gibt es so eine Art Roadmap, stufenweises Vorgehen, was den befragten Führungskräften da... Ja, das ist in den Daten, das ist ja immer das Interessante, nicht? Diese Daten sind ja von Einzelnen erzeugt, bilden aber ein gesamtes Muster. Und wenn man sich das gesamte Muster anguckt, dann weiß die Kultur bereits darum, dass sie schrittweise in eine neue Form, in eine neue Dimension sozusagen vorstößt. Das ist, hat mal begonnen mit diesem Begriff Team. Das war so der erste Schritt, dass man gemerkt hat, naja, der Einzelne, der meint, alles im Griff zu haben, der wird es nicht mehr sein. Man hat sozusagen
Teams gebildet, die mit einer relativen Autonomie gearbeitet haben. Und auf diesen Teambegriff kommt dann der Netzwerkbegriff inzwischen obendrauf. Und das ist durchaus logisch in der Situation. Man hat dann das Team, was schon ein Impulsgeber ist und erhofft sich vom Netzwerk noch mehr Impulse, noch mehr Dynamik. Und wenn man das aber in diese Netzwerkrichtung schiebt, dann bekommt man ein Problem mit der zentrierenden Mitte. Man hat nichts mehr, was einen zusammenhält. Netzwerke haben eine höhere Zentrifugalkraft, die streben stark auseinander. Dann brauche ich zumindest so etwas wie eine gemeinschaftliche Vorstellung davon, wo soll die Reise hingehen. Dann muss ich Rahmenbedingungen setzen, die der Selbstorganisation aus dem, was möglich ist, das macht, was ich haben will. Ich brauche also Werte, die mich vereinbaren, die irgendwie den extremen Möglichkeitsraum des Netzes ein bisschen reduzieren. Und dann sind wir tatsächlich wieder bei den gesellschaftlichen Fragen, was wollen wir denn eigentlich haben, wo wollen wir denn hin? Eigentlich kann man sich nur wünschen, auf der Basis einer gut ausgehandelten Wertestruktur in eine maximale Eigendynamik hineinzugehen. Wenn die beiden Dinge zusammenkommen, dann hat man eigentlich sowas wie ein soziales Gehirn und damit die Möglichkeit, intelligente Lösungen zu erzeugen. Also insofern ist diese Bewegung, die sich im Raum, im Datenraum zeigt, vom Team zum Netzwerk, vom Netzwerk zu einem Stakeholder-Ansatz, der eben die gesellschaftlichen Themen in den Vordergrund rückt, extrem logisch. Wenn man drauf guckt, sagt man, aha, die sind alle schon so weit und so klar. Nein, das ist im Gesamtmuster bereits da. Wenn Sie das Individuum fragen, dann gibt es eben auch noch Leute, die nach unten gehen, die sagen, wieso, was willst du? Gutes Management, ordentliche Rendite, alles ist in Ordnung. Es gibt noch Leute, die das alte Modell haben, die sagen, ich muss fürsorglich sein für meine Mitarbeiter. Also Sie merken, Sie haben ganz unterschiedliche individuelle Konzepte, die aber als Gesamtbild eine gesellschaftliche Richtung zeigen. Ist es sowas wie ein Begriff, der in den letzten 2-3 Jahren ganz extrem nach vorne kam, ist der des Social Entrepreneurships. Ja. Lässt sich das, was du gerade gesagt hast? Ja, also der Begriff Social Entrepreneurship, auch diese Begriffe Nachhaltigkeit, alles das, was wir in diesem Kontext ja immer so ein bisschen modisch anklingen lassen, ist eigentlich nur ein Reflex dieser sich ändernden kulturellen Kraftfelder. Das heißt, es werden Dinge dann begrifflich interessant. Zuerst werden sie mit Sicherheit als Feigenblatt vor sich hergetragen. Das ist immer so. Man deckt das Bestehende ab, indem man ihm eine andere Marketingoberfläche gibt. Aber dann nach und nach ätzt sich der subversive Prozess durch und macht klar, Leute, ohne eine Reputation im gesellschaftlichen Kontext werden Unternehmen in Zukunft nicht mehr regional überlebensfähig sein. Sie können international überlebensfähig sein, indem sie sozusagen die Welten wechseln. Aber sie werden immer einen negativen Beigeschmack haben. Und wenn sie in einem Netzwerk einen negativen Beigeschmack haben, nicht weil sie dann einen Shitstorm bekommen, sondern weil das Ganze nicht mehr wirklich stabilisierbar ist, werden sie einen hohen Preis bezahlen. Also wenn man so will, ist wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht mehr der zentrale Faktor in Zukunft, sondern die Reputation in diesen Netzen. Und die Reputation wird, weil Reputation ein kultureller Begriff in diesem Kontext ist, wird eben dafür sorgen, dass die Leute den Begriff Nachhaltigkeit und den Begriff Sozial in einer ehrlichen Form durchdeklinieren müssen. Weil das reicht dann nicht mehr, daraus eine Marketingoberfläche zu machen. Dann fliegt ihnen das wirklich um die Ohren und dann kriegen sie einen Shitstorm, weil sie irgendwo erwischt worden sind, mit Kinderarbeit oder sonst wo ihre Sachen zu machen. Und ich glaube, es gibt Beispiele genug inzwischen, ob das jetzt Kick ist oder ob das Schlecker war. Sie merken, dass das Modell, sich sozusagen nur auf die Profitabilität zu konzentrieren, ist auf Dauer kein tragfähiges Modell mehr. Ist Globalisierung Feind des Ganzen? Nein, Globalisierung macht uns sozusagen nur deutlich, wie viel Änderungsnotwendigkeit wir haben. Also wenn wir wirklich im Regionalen überlebensfähig sein wollen, müssen wir Umverteilungsprozesse organisieren. Wenn dann aber die Organisation der Umverteilungsprozesse nicht möglich ist, weil sich das Kapital international bewegt, dann haben wir ein echtes Problem. Das heißt, das immerwährende Argument, wir können das nicht machen, weil dann wandert das Kapital ab, das ist ein Killer-Argument. Das heißt, wir sind angewiesen sozusagen auf die rein wirtschaftliche Globalisierung, tatsächlich eine Art Werteglobalisierung zu machen und uns soziale Systeme zu überlegen, die weltweit eine Funktion haben. Also sowas wie Tobin-Steuer oder was immer man sich da denkt. Wir sind angewiesen darauf, internationale Lösungen zu finden. Geht nicht anders, weil sonst wird der Druck
im Regionalen immer, immer größer. Dieser alte Begriff Think Global, Act Local, den muss man, glaube ich, neu definieren, weil das Problem ist, dass man das auch sehr stark missdeuten kann. Dann ist man global unterwegs, macht seine Sachen und zieht sich regional zwar ein bisschen raus, was die Verantwortung angeht, aber arbeitet da wirtschaftlich. Ich glaube, man müsste irgendwie anders formulieren, dass man sagt, sei verantwortlich im Regionalen und sieh zu, dass du diese Verantwortung im Globalen auch aufrechterhalten kannst. Also sieh zu, dass du die Skalenunterschiede mit deinen Wertemustern abdecken kannst, sonst wird das sehr, sehr schwer. Also Globalisierung ist kein Feind, sondern ist, wenn man so will, eine extreme Verschärfung der Aufgabe, vor der wir stehen. Sie macht es halt komplizierter. Für diese Plattform Forum Gute Führung müsste es ja dann oberstes Gebot sein, diese Ergebnisse im Detail einfach zu diskutieren und so einen Diskurs zu starten, wenn die Manager, wie du sagst, so im Dunkeln tappeln oder auch... Nein, nicht im Dunkeln. Ja, also das werden wir nicht beheben können. Das ist eine Systemgegebenheit. Ich glaube, die Planungshorizonte werden weiter zusammenschrumpfen. Wir werden mehr merken, dass unsere Geschäftsmodelle plötzlich unter Druck geraten können. Daran wird man nichts ändern können. Aber tatsächlich einen Bewusstwerdungsprozess darüber zu haben, dass das Problem, was man da individuell empfindet, und wir haben ja inzwischen Situationen, wo Top-Führungskräfte Selbstmord machen, also wo der Druck offenkundig riesig wird im System und wo die wirklich nach Begleitung gerade zu fragen, aber bitte nicht nach unternehmensinternen Coaching, weil das wieder in der Führungsgeschichte mitwirkt, sondern die brauchen wirklich einen neutralen Reflexionspartner, die müssen mit den Dingen umgehen. Und diese Situation müssen sie halt lösen und sich das ganz bewusst zu machen und dann einen Diskurs darüber anzufangen, wie gehen wir denn mit der Situation eigentlich um. Das, finde ich, ist ein sehr hoher Eigenwert. Ne? Also je mehr Leute sich daran beteiligen und bitteschön, so kontrovers wie es geht. Ich meine, wir haben 5 völlig verschiedene Sichtweisen auf die Problematik gefunden. Da ist zwar schon interessant, dass diese alte Sichtweise Management gar nicht mehr die Dominanz hat, sondern dass die Mehrzahl der Leute bereits weg ist von diesem Modell, also die Shareholder Value tatsächlich so ein bisschen einsam dasteht und sich inzwischen massiv hinterfragen muss. Aber man merkt ja die Spannungsverhältnisse. Und Spannung ist in diesem Zusammenhang absolut nichts Negatives. Also man würde sich wünschen, dass man sich da fetzt, weil wir müssen das Ganze ja auf qualitative Ebenen tragen. Das heißt, wir müssen uns fragen, was sind denn bitte schön die Systeme von Führung, die wir dann in Zukunft noch haben? Ist Führung morgen noch Management oder ist Führung ohne Management in diesen klassischen Formen, wie wir sie kennen? Das ist ja als Frage erstmal nur provokant. Aber es ist eine notwendige Frage und die braucht halt eben sozusagen Beispiele, das Suchen nach Lösungen. Und eins ist dann eben sehr deutlich, wir können das nicht mehr wie früher von konzeptorientierten Beratungsinstitutionen verlangen, also dass sozusagen irgendjemand vordenkt und uns eine Ready-Made-Solution in den Raum stellt. Im Moment ist die allgemeine Tendenz, dass man eben nicht mehr von irgendjemandem die Lösung bekommt, sondern dass wir zurückgeworfen sind auf das gemeinschaftliche Aushandeln. Und da würde man sich wünschen, dass jede Statusgruppe, ob das nun die Politiker sind als Statusgruppe oder die Manager, anfangen miteinander diesen Diskurs zu führen, jenseits von allen Wettbewerblichkeiten, weil hier geht es nicht darum, wer ist Gewinner oder Verlierer, wer steht besser da oder schlechter da, sondern hier geht es darum, das Gesamtsystem lebensfähig zu erhalten. Und die Aufgabe haben wir alle, weil am Ende ist das ein bisschen so wie mit der Ökologie. Wir haben keine zweite Welt, die wir tauschen können. Wir haben nur die eine. Also wenn wir sie kaputt machen, haben wir ein echtes Problem. Und das gilt eben nicht nur für die Ökologie, die stand jahrelang jetzt im Mittelpunkt, sondern es gilt genauso eben für die sozialen Systeme. Wenn wir die sozialen Systeme weiter so unter Stress setzen, wenn wir weiter Umverteilungsprozesse machen, die wir, wenn wir rückwärts in der Geschichte gucken, schwerstens kritisieren würden, wo wir sagen würden, das kann doch nicht sein, dass einzelne Menschen ein solches finanzielles Potenzial auf sich vereinen und das dann außerhalb der demokratischen Legitimation verteilen können. Da würden wir, wenn wir rückwärts gucken in der Geschichte, massive Kritik üben. Aber es passiert hier ja. Es passiert jeden Tag. Und da bin ich nicht der Meinung, dass wir darauf hoffen können, dass jetzt sozusagen in einer großen Stiftungseuphorie das alles wieder zurückgegeben wird an die Menschen. Zumal sich das dann auch wieder der demokratischen Kontrolle entzieht. Also ich glaube, wir müssen schon Formen finden, wie wir das in unsere Organisationsmuster neu einfügen und das Problem dann wirklich gemeinschaftlich lösen.